So I'm really delighted to introduce Sherry Hagen this morning. Sherry was born in Lagos, Nigeria, and raised in Hamburg, which is where she studied at the Stage School of Dance and Drama, before then studying at Theater an der Wien in Vienna. Sherry has her own production company, Equality Films, and she's best known for her work as a director and an actor, and she began taking on leading and secondary roles in 1995. And I imagine, Sherry, what is most often cited in these kind of non-German contexts is your roles in the long-standing crime series Tatort and Der Alte, with which all of us will be familiar. She has, however, played wide-ranging roles in television and film, including in that film which I think perhaps many of you will have studied at some point in your careers as Germanists, Das Leben der Anderen. Sherry has also acted on stage, for example, at the Ballhaus Naunienstrasse in Berlin, a cultural center in Kreuzberg, whose explicitly decolonizing agenda is reflected in its programming. At the Ballhaus, Hagen played one of the lead roles in an adaptation of Elizabeth Blonson's Schwarztragen that was directed by Branwyn Ogpako. And this play is about a flat share in Berlin in which the four black flatmates conceive of their home as a kind of utopia away from the racializing gaze of the Mehrheits, the so-called Mehrheitsgesellschaft. A reviewer in the Taz newspaper said of this play that it lädt auch dazu ein, Themen, die man glaubt intellektuell verstanden zu haben, immer wieder mit der Gefühlsebene abzugleichen und die eigenen Reaktionen zu prüfen. So this critic here notes that the theatrical performance can prompt reflection about a subject, here racism, on a level that moves beyond the intellectual and which forces audiences to consider their own reactions to what is shown in productive ways. So this idea that art has the capacity to engage audiences in ways that can produce different kinds of understanding seems to me to be a really productive way to think about Sherry's work as a director. Her films are certainly interested in topics on an intellectual level, the perpetuation of domestic violence and incest in her 2016 film Fenster Blau, for example, based on the novel by Sascha Mariana Salzmann, or visual impairment, for example, in Auf den zweiten Blick, the film that Sherry directed in 2013, and the film that most of you will have seen yesterday evening. Yet Sherry's stories are often surprising and they subvert audiences' expectations and therefore force us to think about what our expectations were in the first place, I think, and why. And I think what makes Sherry's work so powerful is that they posit that there are many different ways of understanding. And Sherry uses really striking filmic techniques that affect us on a non-intellectual level. For example, through color in Fenster Blau or in sound, it's one of many ways in Auf der zweiten Blick. There are so many impressive and interesting things about you, Sherry, and I'm not going to say anything more there, but just to say that es ist eine Ehre, Sie virtuell in Cambridge willkommen zu heißen. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und auf die nachfolgende Diskussionen mit Ihnen. Dankeschön. Danke, Leila, für diese schöne Einladung und für diese schöne Einführung auch. Guten Morgen allerseits. Normalerweise stehe ich jetzt sonntags um diese Zeit in meiner Küche und bereite das Frühstück für meine Familie vor. Aber jetzt sitze ich hier bei Ihnen oder vor Ihnen und das ist eine schöne Unterbrechung meines normalen Alltags. Und dafür möchte ich mich zuallererst bei dem Team der Undergraduate Conference in German Studies bedanken. Danke dafür. Interruption, ja, was für ein schönes Thema und auch ein wichtiges Thema und gerade insbesondere aufgrund des letzten Jahres.
Ich habe lange überlegt, wie ich mich an dieses Thema herantaste. Interruption. Aus welcher Perspektive ich erzähle. Ich bin keine Wissenschaftlerin und ich bin auch keine Professorin und auch keine Dozentin. Ich bin eine Frau, eine schwarze Frau, Mutter, eine schwarze Mutter. Eine deutsche Filmschaffende, die in Berlin lebt, agiert und kreiert. Ich habe mich für die persönliche Auseinandersetzung mit Interruption entschieden. Unterbrechung. Was bedeutet das eigentlich? Ein schönes Wort, aber auch zugleich ein brutales Wort. Unterbrochen zu werden oder aber etwas oder jemanden zu unterbrechen, ist ein fundamentaler Unterschied. Ein Unterschied, der Kraft und Macht symbolisiert. Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie ich von Ersteren zum Letzteren kam und wie diese Entscheidung, ich will sagen Haltung, mein Leben geändert hat. Wie es mich verändert hat, wann ich mich geändert habe. Aber dazu muss ich ausholen. Ich möchte mit meiner allerersten bewussten einschneidenden Unterbrechung starten. Ich war damals 4 oder 5 und wusste eigentlich nicht, was geschah, was ich falsch machte, warum ich eine harte Zäsur erfahren musste. Meine pure kindliche Neugierde forderte eine selbstverständliche Unterbrechung heraus. Sorolehre, Lagos, Nigeria. Ich wohnte mit meiner Familie in einem Mehrfamilienhaus, geschützt von einer riesigen Mauer. Über uns wohnte Balu. Balu war 1 oder 2 Jahre älter als ich, indischer Abstammung. Wir waren Freunde, gute Freunde. Ich habe vergessen, was der Auslöser war, aber wir verglichen uns gegenseitig und stellten Unterschiede fest. Unterschiede, die uns bisher nicht wirklich auffielen. Er ein Junge, ich ein Mädchen. Wir hatten sehr unterschiedliche Körperbauten, die wir nicht ganz verstanden. Und die gemeinsame Feststellung darüber belustigte uns. Plötzlich stand meine Großmutter im Zimmer, eine christlich strenge, aber auch herzliche Frau, die mich sonntags komplett in weiß gekleidet zur Kirche mitnahm. Sie sah 2 nackte Kinder, die sich gegenseitig betrachteten und sich darüber scheckig lachten. Die abrupte Unterbrechung und die Bestrafung, die ich daraufhin erfuhr, verstehe ich bis heute nicht. Balu wurde nach oben geschickt und durfte fortan nicht mit mir spielen. Ich bekam Hausarrest mit der Begründung, ich würde mich unsittlich benehmen, nicht wie ein gut erzogenes Mädchen. Was ist ein gut erzogenes Mädchen, fragte ich mich. Ein Mädchen, das sich in seiner Lust und in seiner Neugierde beschneiden lässt, das mit 16, 17 an einen 20, 30 Jahre älteren Mann verheiratet wird oder verbannt wird, wenn es sich für das gleiche Geschlecht interessiert. Oder mit 8 oder 9 Jahren eine Genitalverstümmelung erlebt. Unterbrechungen, die Leiden auslösen und wulstige, hässliche Narben hinterlassen. Was, wenn ich kein gut erzogenes Mädchen sein will, das still war, nicht auffiel, nicht für sich sprach, sondern geschehen ließ, sondern ein wildes und ein freies Mädchen. Meine 2. einschneidende Unterbrechung war meine Probezeit an einem englischen Internat. Meine Eltern, die nur das Beste für mich wollten, waren der Meinung, dass eine englische Schulausbildung die Zukunft ihrer einzigen Tochter sichern würde, im Vergleich zu der nigerianischen. Was war mit Menschen wie Chinua Achebe, Wole Soyinka, Ken Saro-Wiwa, wunderbare Autoren und Aktivisten, die eine nigerianische Schulausbildung erhielten? Ist die europäische Schulausbildung tatsächlich so viel besser als die afrikanische? Die englische besser als die nigerianische? Ich wurde ins Flugzeug gesetzt und flog zum ersten Mal nach England. Ich, die nichts anderes als Teile von Lagos kannte und nicht einmal Nigeria bereist hatte. Stellen Sie sich mal vor, Sie fliegen im Alter von 9 oder 10 Jahren allein zum Mond. Die Ängste, die ich damals im Flug aushielt, möchte ich Ihnen nicht beschreiben. Sie sind mir bis heute präsent. Sie sind wahrscheinlich mit ein Grund dafür, weshalb ich bis heute ungern fliege. Diese familiäre kulturelle Unterbrechung, die ich als sehr junges Mädchen erfahren musste, war gewaltig. Ich verstummte innerlich. Eine Distanz entstand. Eine Distanz, die ich so noch nie gespürt hatte und noch nie dagewesen war. Warum diese Distanz?
Eine kulturelle Distanz, die ich nicht verstand. Wie sollte eine solche Distanz zu einer guten Erziehung und Ausbildung führen? Eine Distanz, die mit vielen unverständlichen Unterbrechungen gespickt war. Wie sollte diese nicht endende Unterbrechung meine Zukunft sichern? Welche Zukunft? Wem diente diese Zukunft? Mir? Meiner Familie? Afrika? Europa? Ich war die einzige Nigerianerin auf dieser englischen Schule, einer der wenigen schwarzen Mädchen. Groß geworden mit Dodos, Eba, Yams, Okra, Jollof-Reis. Verstand ich Gerichte wie Porridge, Erbsen und Bohnen, die nach Wasser schmeckten, sowie Shepherd's Pie und Lamb mit Minzsauce nicht. Alle meine Lehrer waren weiß, keiner sprach und sah aus wie ich, nicht in den Büchern und Hörgeschichten. Alles, was aus Afrika kam, war schlecht und gefährlich. Auch verstand ich die Witze der Mädchen nicht, deren antrainierte Höflichkeit, die meistens nicht höflich war, sondern kindlich brutal. Hinzu kam das ungemütliche Wetter. Ich sehnte mich nach der Sonne, das Direkte, das Laute, das Losgelöste aus Lagos, nach Dodos. Das Einzige, was mich an Lagos erinnerte, war die Schuluniform und manches in der Schullektüre. Zum ersten Mal lernte ich das Gefühl von Verlorenheit und Einsamkeit kennen. Eine selbstverständliche Unterbrechung, die mich fragen ließ, was habe ich falsch gemacht, um so bestraft zu werden? Gestrandet in einer Mädchenschule voller weißer Mädchen aus der Oberschicht, die wenig mit den Mädchen zu tun hatten, die ich aus Lagos kannte, oder mit den Menschen, die mir am Flughafen in den Straßen Londons auf dem Weg zum Internat begegneten. Mädchen, die auch nicht glücklich darüber zu sein schienen, so früh getrennt von ihren Eltern zu sein. Ich hatte das Gefühl, ich sei auf einem außerirdischen Planeten gelandet. Meine ersten fundamentalen Fragen zur Gesellschaft, Familie und Gerechtigkeit wurden in England gesät. Ich wurde krank vor Heimweh. Meine Eltern aber wollten ihr Gesicht nicht verlieren und beharrten weiterhin auf eine gute europäische Schulbildung für ihre einzige Tochter. So begann meine dritte einschneidende Unterbrechung. Deutschland, Hamburg, Sasel, Kluft, Reduzierung, Barriere, Halt, Freude, Leiden, Familie, Neubeginn, Deutsch werden. Was bedeutet es im frühen Alter, eine eigene Identität zu finden und dazu in einem fremden Umfeld? Eine eigene Identität in einer Gesellschaft, die selbst noch dabei war, seine Wunden zu lecken. Eine Gesellschaft, die selbst auf der Suche nach der eigenen Identität war und ist. Gebrochen durch den Ersten Weltkrieg, gebrochen durch das Dritte Reich, aber auch durch die Teilung des Landes. Schuldgefühle und das schlechte Gewissen regieren wie, denn wir haben nichts gewusst. Aber auch ein Stolz auf den Wiederaufbau und auf das eigene Land. Eine Gesellschaft, die sich kaum mit der eigenen Vergangenheit außer der Nazizeit beschäftigt und Geschichte wie zum Beispiel die Kolonialherrschaft, die ersten Konzentrationslager in Namibia, den Völkermord an die Hereros und Nama bis heute ausblendet und verleugnet. Ausgeblendet und verleugnet die Geschichte Hagenbecks in Hamburg, die Menschen selbstverständlich im Tierpark ausstellten wie Tiere im Zoo. Zur Bildung und Belustigung des deutschen Volkes. Menschen, die aussahen wie ich. Ausgeblendet und verleugnet. Die Zwangssterilisierung an schwarzen Deutschen, an Menschen mit Beeinträchtigungen, an Sinti und Roma im Dritten Reich. Zwangsunterbrechungen, von denen wir hätten lernen können, hätten lernen müssen. Zwangsunterbrechungen, die mir gezeigt hätten, wie vielfältig und durchmischt Deutschland schon immer gewesen ist. Und noch immer ist. Ich war nicht das erste schwarze Mädchen in Deutschland, wie ich lange Zeit glaubte. Vor mir gab es viele andere, von denen ich einfach nur nichts wusste und noch nichts erfuhr. Weder im Schulwesen, noch aus der Mitte der Gesellschaft heraus, noch von meinen Eltern. Menschen wie zum Beispiel Hans-Jürgen Mastakwai,
Theodor Vonja Michael, Andrea Mangabell oder Miriam Goldschmidt. Zeitzeugen, die es gab. Zeitzeugen, die verschwiegen wurden. Zeitzeugen, die vorbildliche Unterbrechungen hätten sein können. Gerade für junge Menschen, Menschen wie mich, die auf der Suche waren nach Halt, Identität, Deutschsein. Deutsche waren nicht immer weiß und sind es bis heute nicht. Bis heute frage ich mich, warum die afrikanische Zuwanderung zwischen 1884 und 1945 nach Deutschland noch immer verschwiegen wird. Warum die Kongo-Konferenz, initiiert von Otto von Bismarck, nicht Teil der deutschen Geschichtsunterrichtsstunde ist. Schwarze Menschen sind lange Teil der deutschen Geschichte und trotzdem war Deutschland nicht auf Menschen wie mich vorbereitet. Ich war und bin noch immer eine Unterbrechung des alltäglichen Blicks. Ich lernte ein Wort kennen, was mir bisher fremd war, aber ohne es zu wissen, bereits in England begegnet bin. Rassismus. Menschen, die aussahen wie ich, werden als eine Bedrohung angesehen. Als eine Bedrohung wofür? Als eine Bedrohung des Aussterbens bestimmter Menschen? Ist Völkerwanderung nicht Teil der Geschichte der Menschheit? Gibt es nicht nur eine Rasse, den Menschen? Gehört das Wort Rasse nicht auf den Müllhaufen, weil es ein rassistisches Wort ist, welches nur dazu dient, Menschen oberflächlich zu klassifizieren, bestimmten Menschen Macht zu verleihen und andere zu diskreditieren, angreifbar zu machen? Menschen kamen und gingen auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach einem unbekümmerten Leben, nach einer Unterbrechung des Alten, auf der Suche nach Sicherheit, Neubeginn. Nicht auf der Suche nach Entwürdigung, Entwurzelung, Scham, sondern nach Unterbrechung als Chance. Meine Eltern versuchten mir klarzumachen, rassistische Unterbrechung nicht an mich heranzulassen. Nicht heranlassen. Eine sehr schöne Vorstellung. Aber was bedeutete es genau für ein Kind und wie funktionierte es? Um ehrlich zu sein, ich verstand nicht genau, was meine Eltern meinten. Sollte ich die übergriffigen Hände der Erwachsenen wegschlagen, die ohne mich zu fragen meine Haare betatschten? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie täglich von fremden Menschen angefasst werden? Von indiskreten Menschen mit schmierigen Händen, die Ihnen das Recht auf Privatheit nehmen, täglich Grenzen überschreiten und brechen? Dumme und ungebildete Menschen sei es, die kein Benehmen haben, einen klein halten wollen, achtlos sind, meinte meine Mutter. Und ich fragte mich, wie konnten denn so viele von denen Lehrer, Politiker, Ärzte, Richter werden? Wie wertvoll ist die deutsche Bildung, wenn das Einfachste nicht angewandt wird? Respekt und Gleichbehandlung. Ich entwickelte mich zu einem zurückhaltenden Mädchen, das lernte nicht aufzufallen und keine unangenehmen Fragen zu stellen. Ich wurde farbenblind entzogen, aber wie kann man unbelievable. I'm so sorry for that. Ich entwickelte mich zu einem Zurück. Gosh. Ich entwickelte mich zu einem zurückhaltenden Mädchen, das lernte nicht aufzufallen und keine unangenehmen Fragen zu stellen. Ich wurde farbenblind erzogen. Aber wie kann man von Farbenblindheit sprechen, wenn alles um einen herum, ob Bücher, Kinderbücher, Film, Fernsehen, Werbung, direkt oder indirekt Farbe thematisiert? Suggeriert wird, je heller du bist, desto schöner bist du. Je glatter und länger deine Haare sind, desto schöner bist du. Weiß ist gut und steht für Schönheit, Klugheit und Reichtum. Schwarz ist schlecht und steht für Gefahr, Krankheiten und Armut. Die strukturelle Ungleichheit ist nicht farbenblind und wird es nie sein. Farbenblindheit ist eine Farce, ein Werkzeug der Ausgrenzung anderer zur eigenen Machterhaltung, die nur auf einer Basis steht und einer einzigen Farbe dient. Von Farbenblindheit zu sprechen,
bedeutet noch immer, nicht die Menschen vor einem zu sehen, sondern sich von der Farbe seiner Pigmente unterbrechen zu lassen und dadurch den Fokus für das Wesentliche zu verlieren, nämlich Gleichbehandlung. Die strukturelle Ungleichheit wird nicht verschwinden, sondern weiterhin bestehen bleiben und sich vertiefen, wenn wir uns nicht tatsächlich auf Augenhöhe mit der Vielfalt der Menschen in unserer Gesellschaft beschäftigen. Diese integrieren, es endlich zu unkommentierten, zur alltäglichen, zur Ganzheit des Menschseins deklarieren. Geschichte und Geschichten aus den unterschiedlichsten Perspektiven erzählen. Nicht nur aus der Sicht des Europäers, nicht nur aus der Sicht des weißen Mannes oder der weißen Frau oder des nicht-binären Menschen. James Baldwin schrieb in The Fire Next Time: Handeln ist ein Bekenntnis und Bekenntnis bedeutet Gefahr. Und die besteht in diesem Fall für die meisten Amerikaner im Verlust ihrer Identität. Diese Verlustangst bedrängt nicht nur Amerikaner, sondern auch Europäer. Ich wollte nicht weiß sein. Ich wollte aber auch nicht mehr herausstechen. Ich wollte auch nicht als eines der armen schwarzen Kinder betrachtet werden mit Fliegen im Gesicht. Kinder, die ich so in meiner Kindheit zur Ruhelehre nicht gesehen hatte. Ich kannte. Aber in Deutschland an den Litfaßsäulen hingen und mir im Fernsehen entgegengeschleudert wurden. Warum werden schwarze Menschen in der deutschen Gesellschaft in Situationen abgebildet, die sie für sich nicht wollen? Im Bild und in Sprache immer wieder missbraucht und vergewaltigt. Warum wird kaum gefragt, wer das Elend auslöste, wie diese Kinder, Erwachsene in diese Situation kamen, wer deren Armut mit verschuldet hat? Stattdessen gibt es die Entwicklungshilfe, eine gut gemeinte Hilfe, eine Hilfe der Not, die nicht nur dazu dient, auf Augenhöhe zu helfen, sondern Abhängigkeiten zu schaffen und das schlechte Gewissen zu beruhigen und dabei auf leisen Sohlen die eigene imperiale Macht auszuweiten. Macht. Die imperiale Macht, die imperiale Arbeitsmigration, die es in England gab, wie aber auch in Deutschland. In England die Inder, Pakistanis, die Karibianer, Iren, Chinesen, Polen. In Deutschland die Italiener, Griechen, Vietnamesen, Türken, Polen, schwarze Menschen. Menschen, die kamen und sich niederließen, arbeiteten, lebten, die Gesellschaft mitnährten, veränderten und neu formten. Viele Unterbrechungen, mit denen die englische sowie die deutsche Gesellschaft umgehen musste, immer noch muss. Angst, Unsicherheit, Nähe, Liebe, Familie, Chance, Kinder, Freude, Leid, Schmerzen, Hoffnung, Neubeginn, Neubeginn, Menschen. Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund. Für jeden zu sehen, für niemanden zu verneinen, nicht mal für Tante Erna von nebenan. Ich lernte schnell, dass Rassismus nicht alleine einherging, sondern Diskriminierung mit sich zog. Und es nicht nur Ausschlüsse aufgrund der Pigmente gab, sondern auch aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Klasse und der Beeinträchtigungen. Kultur. Kultur wurde eine angenehme Unterbrechung des Alltags, Bücher, Filme, Musik, Unterbrechungen, die Freude und Tränen auslösten, mich aber auch zum Nachdenken anrichten und mich inspirierten. Aber die deutsche Kultur zeigte mir deutlich, wer in der Gesellschaft repräsentiert wird und wer nicht, wessen Geschichten wir sehen, erfahren und erzählt werden, wessen nicht. Die Vielfalt, die ich in der Realität sah, existierte nicht in der deutschen Kultur, nur eine demografische Vielfalt, die nicht weiße Menschen nicht beinhaltet und kaum fördert. Dabei finanzieren wir doch alle direkt oder indirekt das deutsche kulturelle Leben. Haben denn nicht alle ein Recht auf ein kulturelles Leben? Sollten denn nicht vielfältige Inhalte produziert werden, die die Geschichten einer inklusiven und vielfältigen Gesellschaft erzählen und die Talente aller nutzen? Die anfängliche angenehme kulturelle Unterbrechung wurde zu einer wütenden Unterbrechung. Spätestens nach meiner Musical-Ausbildung in Wien und nach meinem Umzug nach Berlin, meinen Arbeiten als Schauspielerin im Film und Fernsehen und auf der Theaterbühne, wurde mir klar, dass ich aktiv werden muss, um etwas bewegen zu können
um diese Grenzen aufzubrechen. Wenn ich mich und die Vielfalt der deutschen Realität widergespiegelt sehen möchte, darf ich mich nicht mehr unterbrechen lassen. Wir alle dürfen uns nicht mehr unterbrechen lassen. Wir müssen selbst unterbrechen. Selbstverständliche Unterbrechung durch eigene Geschichten, durch eine veritable Beschreibung unserer Umwelt, durch meine eigene schwarze, weibliche Perspektive. Nicht mehr als Werkzeug zu dienen, sondern als Kreateurin zu agieren, die Züge selbst in die Hand zu nehmen. Diese fraglosen Privilegien für die einen und die Stereotypisierung für die anderen brechen. Ich will gesehen werden, gehört werden, teilhaben, Fehler machen, mich entfalten, kreativ wachsen. Ohne den Versuch des Festhaltens, des Kleinhaltens, des, das will unser Publikum nicht sehen, des, das ist unrealistisch, des, bitte nicht zu viele Dunkelhäutige, dann schalten alle aus, des, einer reicht doch. Nein, einer reicht nicht und wird nie reichen. Eine schwarze Person kann nicht die Vielfalt der schwarzen Menschen repräsentieren, so wie es auch nicht eine weiße Person tut. Ich will die selbstverständliche Realität, die in der deutschen Filmlandschaft negiert wird, sehen. Nicht weiße Menschen, queere Menschen, Menschen mit einer Beeinträchtigung, dessen Geschichten selbstverständlich erzählt bekommen, ohne Unterbrechung, ohne einen weißen Erzieher oder einen weißen Retter. Selbstverständliche alltägliche Geschichten, wie es alle Kinder sehen und kennen sollten. Wie zum Beispiel Stella und die Störche. Mein erster Kurzfilm, ein Kinderfilm, der die Geschichte eines Mädchens erzählt, die ihre Mutter mit einem Baby beglücken möchte. Oder mein Debütspielfilm, den Sie vielleicht alle gestern gesehen haben. Auf den zweiten Blick. Eine episodische Berlin-Geschichte, die Geschichte von 6 Menschen erzählt, die auf der Suche nach Nähe sind. Oder einfach anders. Meine skurrile Kurzgeschichte, die die Geschichte einer Frau erzählt, die ihren Kinderwunsch auf eigenwillige Art und Weise befriedigt. Oder Fensterblau, mein experimenteller Film, eine Adaption des Theaterstücks Muttermale Fensterblau von Sascha Mariana Salzmann. Eine Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mannes, der auf der Suche nach seinem Vater ist. Das sind alles Geschichten und Perspektiven, die unsere vielschichtige Gesellschaft widerspiegeln. Charaktere in einer Normalität zeigen, wie wir sie alle in unserer Realität finden können. Sogar in unseren Straßen. Wenn wir tatsächlich unsere Augen und Ohren öffnen und einfach Mensch sind. Meine Filme sind alle Filme, die für eine Unterbrechung des Blicks sorgen. Warum sind Filme wie meine Filme noch immer keine Selbstverständlichkeit für die deutsche Film- und Fernsehlandschaft? Warum werden solche Filme kaum gefördert? Warum muss ich immer noch gegen diese ignoranten, respektlosen Unterbrechungen kämpfen, die Geschichten wie meine verhindern wollen? Diese Unterbrechung der Ignoranz, Angst und Inakzeptanz zwang mich dazu, meine eigene Produktionsfirma zu gründen, Equality Film. Mein Statement heißt Gleichheit. Gleichheit ist simpel und möglich, wenn der Wille da ist, wenn man Gleichheit zulässt, lebt und leben lässt. Wunderbare Vorbilder zeigten, wie wichtig und nötig es ist, leben und leben lassen. Selbstverständliche Unterbrechungen zu brechen. Unterbrechungen, die Kraft gaben und mir heute ein selbstverständliches Leben ermöglichen. Unterbrechungen, für die ich sehr dankbar bin. Dankbar für Phyllis Wheatley, Ruby Bridges, Rosa Parks, Angela Davis, Toni Morrison, Nina Simone, Miriam Makeba, Houston Palsley, Tsitsi Dangaremba, Maya Angelou, Audre Lorde, Maya Ahim, Chimamanda Adichie, Michelle Obama, Ava DuVernay, Shonda Rhimes, Michaela Cole, Stacey Abrams, Amanda Gorman. Auch bin ich dankbar für die humanen und politischen Unterbrechungen, die mir bis heute Leben und Schaffen erleichtern. Der Kampf um das Wahlrecht für Frauen, die Unabhängigkeit Nigerias, die Abschaffung der Apartheid, die Civil Rights Bewegung, die Black Power Bewegung, die Me Too Bewegung, Oscar Still So White,
die BFI Diversity Standards und schließlich die Black Lives Matter Bewegung. 8 Minuten und 46 Sekunden dauerte die mörderische Unterbrechung, die die gesamte Welt zum Nachdenken brachte, auch Deutschland. Muss tatsächlich wieder ein Schwarzer gelünscht werden, um Deutschland wach zu rütteln? Trotzdem hört das Morden von schwarzen Menschen nicht auf. Weder in England, noch in Deutschland, Europa oder Amerika. Trotz Stephen Lawrence, Ori Jalou, Breonna Taylor, Jacob Blake, George Floyd und viele mehr. Der Kampf um Gleichbehandlung und Chancengleichheit hört nicht auf. Der Kampf um Respekt und Akzeptanz hört nicht auf. Auch wenn ich das Glück habe, in einer Gesellschaft zu leben, die mir eine kostenfreie Schule und Ausbildung ermöglicht, mich günstig krankenversichert und eine freie Meinungsäußerung zulässt, lebe ich auch in einer Gesellschaft, die den Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes täglich bricht. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Diese alltäglichen Unterbrechungen des Artikel 3 rauben vielen die Würde, die Identität und das Recht auf Sein. Viele kulturelle sowie auch berufliche Verbände und Organisationen halten inne und fordern die Einhaltung des Artikel 3. Der Stopp der alltäglichen selbstverständlichen Unterbrechungen, ob es die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ist oder ADEFRA oder Each One Teach One, Pro Quote Film, Queer Media Society, Blindgänger, der Deutsche Gehörlosenbund, Citizens for Europe oder der Regieverband, alle fordern Gleichheit und mehr Vielfalt. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass Kultur und Bildungswesen keine Nischen sein dürfen. Kultur sollte für alle Menschen in der Gesellschaft zugänglich sein, um einen Zusammenhalt und ein Zusammenleben zu ermöglichen. Jeder sollte sich in Kultur und Bildungswesen wiedergespiegelt sehen. Jeder sollte zählen. Die selbstverständliche Unterbrechung sollte keine Unterbrechung der Ablehnung, der rassistischen oder diskriminierenden Attacke sein, sondern eine Unterbrechung der Freude, der Neugierde, der Wissbegierde, der Humanität. Vielleicht sogar eine unvorhersehbare Leben und Leben lassen. Corona zeigt uns deutlich, dass die Welt im Umbruch ist und noch nicht gewillt ist, sich in seinem Wüten unterbrechen zu lassen. Dass ein Festhalten an tradierten Strukturen nicht mehr möglich ist, weder hilfreich noch förderlich ist und auch nicht mehr funktioniert. Die Welt ist längst verwandelt und ändert sich schneller, als manche es wahrhaben wollen. Bildungssysteme und Kultur müssen die Vielfalt und Nöte unserer Gesellschaft widerspiegeln. Alle Positionen müssen für alle zugänglich sein. Bildung und Kultur darf kein Nischenprogramm sein, das nur bestimmte Menschen zulässt, fördert und sich entfalten lässt. Die Gesellschaft verändert sich durch Bildung und Kultur ständig. Wenn Bildung beschnitten wird, verändert sich die Gesellschaft. Wenn Kultur beschnitten wird, verändert sich die Gesellschaft. Deshalb müssen Bildung und Kultur sich gegenseitig befruchten, damit alle einen Platz in der Gesellschaft haben, alle gesehen und gehört werden. Bildung und Kultur ist eine Bereicherung für uns alle. Auch die herausfordernden, einladenden Unterbrechungen, die vertiefen, zum Nachdenken anregen und einen Dialog eröffnen und Gemeinsames möglich machen. Ich möchte jetzt mit einem Zitat von Amanda Gorman enden. For there is always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Dankeschön.